Bastelfreunde, willkommen in Wölfchens Bastelstube. Entschuldigung, mir bleibt immer die Stimme weg. Hoffentlich schaffe ich heute das Video. Ich habe euch heute hier eine Geschenkbox mitgebracht. Und das ist so eine spezielle Box. Ich habe sie so genannt mit Geheimfach. Hier den Verschluss habe ich mit kleinen, zeige euch das mal, mit kleinen Klettpunkten versehen. Und wenn ihr hier die Schachtel öffnet, na, so, ne, dann sieht man hier erstmal nicht viel. Und wenn man die Schachtel dann weiter öffnet, ist hier das Geheimfach, wo man dann verschiedene Sachen reinmachen kann. Unter anderem hier solche Sachen, irgendwie was man verschenken möchte. Oder eben halt Pralinen. Ja, und diese Schachtel ist mir persönlich zu groß. Die habe ich bei einer Kollegin gesehen, bei einer englischen Kollegin. Und ich habe mir dann das runtergerechnet und habe dann hier, ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt, hier so eine kleine Box dann selbst, ja, ich sag mal, gebastelt oder entworfen in halt kleinere Abmessungen. Und wie die gebastelt wird, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir dazu schon einiges zurechtgeschnitten. Und zwar hier meine kleinen Blüten. Die habe ich hier aus diesem Stempel- und Standset, das heißt Blumen verziert. Und das sind die Stempel, das ist so ein klassisches Stempelset. Und dazu sind hier diese Stanzformen. Hier sind super schön, schaut mal, wie viele da dabei sind. Und also ich arbeite unheimlich gerne mit diesem Set im Moment und da schon einige Sachen mit gemacht. Und das sind die Stanzformen perforierte Blumen. So, die setze ich mal auf Seite hier. So, und da habe ich mir, wie ihr vielleicht sehen könnt, hier einige Blüten und Stängel und Schleife zum Dekorieren nachher für die oberste Schachtel hier für den Deckel. So, dann legen wir mal los. Das Designerpapier habe ich mir aus einem, ich schau mal, Designerpapier Wiesenblumen. Das gibt es jetzt aktuell in der Celebration, die ja noch bis zum 28. Februar läuft. Und seht ihr, da habe ich mir hier dieses schöne Designerpapier mit ausgesucht und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Set. Da seht ihr, hier ist die Rückseite von dem Papier und hier haben wir das mit der Streuwiese und das ist dann die Rückseite dazu, das Gelbe mit dem Pünktchen und na komm hier. Dann haben wir hier diese Sorte mit Blümchen, mit Gelb, Rosé oder Kalypso, glaube ich, ist das sogar. Und Blütenweiß, Flüsterweiß. Und das ist hier die Rückseite davon, schwarz mit dem grünen Punkten. Ich glaube sogar, das ist Aventurin. Ich schau mal gerade. Ja, genau, Aventurin ist da auch mit dabei. Und das ist hier Abendblau. Und ja, dann haben wir hier noch diese mit den roten, mit dem Chili-Rot. Und das ist dann schwarz und Chili-Rot mit dem Streifen hier. Ja, ist ein wunderschönes
Designerpapier und wie gesagt, es gibt es aktuell im Mini-Katalog, beziehungsweise, stimmt nicht, in der Celebration. Und das bekommt ihr dann gratis dazu, wenn ihr im Wert von 60 Euro bestellt. So, wie gesagt, ich habe mir das hier schon alles vorbereitet. Das ist der Farbkarton in Aventurin. Und den Farbkarton hier, den großen für die Box unten, hat ein Maß von 20 cm x 20 cm. Gefalzt wird er bei 5 und dann umdrehen nochmal bei 5 und die andere Seite hier wird immer bei 5 cm gefalzt. Dann brauchen wir noch für das Kippfach ein Stückchen Farbkarton. Das hat das Maß 20 cm mal 10 und ist jeweils hier bei 5 cm gefalzt. Und zum Schluss haben wir hier noch den Klappdeckel hier, diesen hier. Und das ist dieser. Der hat ein Maß von 10 cm mal 7,5 und bei 5 cm hier habe ich den gefalzt. Den wollen wir uns mal gleich hier bearbeiten mit meiner Eckenabrundestanze hier. Das ist dann hier die Klappe. Falzen wir uns gleich mal runter. Und die anderen Sachen habe ich mir alle hier schon abgerundet, weil das sonst so lange dauern würde. Nur eins habe ich halt eben aufgelassen und das mache ich jetzt mit euch zusammen. Hier alle vier Ecken abrunden. Von Designerpapier habe ich 5 Stück an der Zahl hier und dann könnt ihr euch ja vorstellen, da muss ich 20 mal die Ecken abrunden und dann die kleinen noch dazu. Die haben ein Maß von 4,5 mal 4,5 und die sind dann auch an der Seite so abgerundet und ja, das habe ich schon vorbereitet, weil das sonst alles so lange dauern würde. So, die Stanze kann jetzt mal zur Seite. Wir fangen an mit der Box und schneiden die ein. Hier unten und hier oben bis zur Falzlinie hier. Und das machen wir vor dem Falten. Dass es einfach immer etwas sauberer aussieht. So. Jetzt haben wir uns hier die Teile alle. Und jetzt können wir die ganze Angelegenheit hier falzen. Dazu klappe ich die um, drehe die andere Seite und klappe die Laschen hier auch alle um und falze das Ganze. So, jetzt noch in die andere Richtung. So, und dann falzen wir auch gleich oder beziehungsweise schneiden uns erstmal hier die Sache ein und ja, da legen wir hier an einer Seite los. Genau, und jetzt können wir uns die Sache hier auch schon falzen. So. Dann kleben wir uns die ganze Sache zusammen. Bevor wir uns zusammenkleben, schneide ich mir noch hier diese Lasche. Ich muss gerade mal überlegen. Ja, das ist diese hier. Schneide ich mir etwas kürzer,
dass das Papier nicht so dick dann beim Zusammenkleben ist. Einfach so ein Stück hier abschneiden von der Klebelasche auf beiden Seiten. So. Und jetzt können wir das Ganze dann schon zusammenbauen. So, ich schau mal gerade. Ja, genau. Ja. So soll das dann nachher aussehen. Ich hole mir gerade mal meinen Kleber hier. Und dann kleben wir uns hier die kleine Lasche schon mal rein. So, und dann kommt die andere noch dazu, dass wir das, wir kleben es hier nach innen rein, dass wir hier keine Stelle zu sehen ist, damit das hier abgedeckt ist. Das macht sich hier mit der schönen kleinen Klebeflasche wunderbar. Man kann ganz genau mit wenig Kleber arbeiten. Weil ich habe meistens den Kleber in den Fingern gehabt oder am Tuch, weil eben halt so viel aus der großen Öffnung hier aus dem Tombow rausgekommen ist, trotz alledem, der ja noch so klein ist. So, schön fest aneinander andrücken hier das Ganze. Und ich gehe nochmal mit dem Falzbein hier rein. Genau. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier unser... mal gerade, ob wir das so hinbekommen. Ja, genau. So, das kleben wir uns dann hier jetzt erst einmal hier auf dieser Lasche auf. Die beiden Flügelchen hier, die beiden Klebemalaschen. So, und die andere Seite auch noch mit Kleber einstreichen. So, und jetzt können wir uns das hier bündig auf die Lasche aufkleben. Am besten ist aber, wenn wir hier noch uns das abschneiden, hier an der Seite. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen, sonst kriegen wir das gar nicht so genau hin. Und steht es immer ein bisschen über und das möchte man ja nicht. So. War natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber wir haben es ja noch hinbekommen. So. Ich nehme da ganz gerne hier meinen Flüssigkleber dazu, weil da kann man noch, wie ihr gesehen habt, gerade noch ein bisschen korrigieren. Das Ganze. So.
drücke das Ganze mal hier mit dem Falzbein noch glatt. So. Und dann können wir hier die ganze Sache mit aufkleben. Ich schau mal gerade. Ja. Hier schneiden wir uns einfach bis oben zur anderen Ecke. Mal umdrehen hier. So ein Dreieck raus. Und das machen wir auf der anderen Seite hier genauso. So, und bevor wir jetzt hier das fertig machen, muss ich einfach noch mal hier das schon einkleben, das Designerpapier. So, und dann nehme ich mir hier meine große Krokodil und mache mir ein kleines Loch hier rein, so mittig. Mal gucken, ob man das auch dann trifft. Genau. Und hier noch auf der anderen Seite das Loch stanzen. So. Das brauchen wir gleich für das Schleifenband. So, und jetzt kleben wir uns hier diese Sache hier auf, ne? So, das ist hier, seht ihr, der Schließmechanismus. Ne? Den müssen wir uns ja hier an dieser Klappe noch ankleben. So, das Ganze jetzt mal hier bündig. Bisschen fest andrücken das Ganze. So, und dann können wir hier uns das auch schon aufkleben. So, jetzt hat der Kleber auch ein bisschen angezogen. Und jetzt können wir uns hier die Schleife einbinden. Ich nehme hierzu mein, wie heißt es denn? Metallic Geschenkband in Rauchblau habe ich mir dazu ausgewählt, weil es passt ja auch zu diesem, zu dem Farbkarton hier, zu dem Abendblau. So, ich habe mir jetzt hier so ein Stückchen, ihr könnt ja gar nichts sehen, ich habe mir jetzt hier so ein Stückchen abgeschnitten und fädel das jetzt hier mal hier durch.
der anderen Seite genauso. Ich muss mir das ein bisschen anspitzen, hätte ich bald gesagt, anschrägen, damit ich es hier fassen kann. So. Genau. Und jetzt machen wir uns einen Knoten und binden uns die Schleife hier. Na, ist nicht durchgegangen hier. Ja. So. Ich muss das von der anderen Seite binden. Das geht dann ein bisschen besser. So. So, ich glaube, jetzt ist es okay. Schneide ich mir hier nur noch die Spitzen ab, die so ein bisschen ausgefranst sind. So, seht ihr hier diesen Mechanismus? Ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und jetzt kleben wir uns noch die Lasche hier oben drauf. Die Schachtel kann man, ich sag mal, für jeden Anlass nehmen und ich habe aber die jetzt mit den Farben für einen Mann gewählt, weil mit Rosa ist ja bei den meisten Männern immer nicht so viel zu holen und ja, darum habe ich hier die etwas dunklere Variante genommen, aber wie gesagt, so, seht ihr, jetzt können wir die Schachtel schon schön verschließen und wir können die auch schon mal füllen. Hier, da passen die kleinen Täfelchen rein. Ich habe jetzt hier mal 4 Stück genommen. Da passen bestimmt 8 rein, aber es reicht ja auch aus. Nee, es reicht nicht aus. Ha, ist zu viel. Es geht die Klappe ja nicht auf. So, genau. Das passt jetzt nur. Naja, gut, okay. Ich hatte die große hier nicht gefüllt und darum ist mir das auch nie aufgefallen. Aber wie gesagt, ja, hier bei der kleinen habe ich das dann bemerkt. So, dann kleben wir uns jetzt hier unser Designerpapier auf. So ein bisschen andrücken das Ganze und hier im Deckelinnere, da setze ich auch noch mal so ein bisschen Designerpapier rein. Andrücken hier das Ganze. So, und dann kommt hier oben noch und die Seitenteile und hier die Klappenlasche
oder wie man das auch nennt. So, und jetzt den Deckel noch. Und die Rückseite. Jetzt noch die beiden Seiten bekleben. So. Ich fand das ganz witzig, hier so eine ganz kleine süße Schachtel zu basteln. Ja, und jetzt nehme ich mir hier noch meine Klettpunkte, um die Sache hier auch verschließen zu können. Die kleinen, die gibt es im Bastelgeschäft. Ja, jetzt im Moment nicht, aber online-mäßig könnt ihr die in jedem Laden oder Geschäft, der Bastelsachen hat, erwerben. So, ich setze mal hier einen hin und den anderen dann daran. So, und jetzt nehme ich hier die Trägerfolie ab. Und verschließe die. Oh, es verrutscht hier. Jetzt ist es gleich nachher schief. Und das wollen wir ja nicht haben. So, jetzt aber. So, und dann drücke ich die einfach hier an und ihr habt es bestimmt gehört. Hier mit diesem flauschigen kommt auf diese Seite und an dem Deckel habe ich hier diese, ich sag mal, diese harte Seite genommen von den Klettpunkten. So, und jetzt fehlt uns nur noch eins. Wir müssen noch dekorieren. Und wie gesagt, die Blumen habt ihr am Anfang schon gesehen. Die kleben wir uns jetzt noch mal ein bisschen auf hier. Ich habe hier Babyblau, Marineblau genommen. Und das ist hier, was ich gerade in der Hand habe. Der Stiel von den Blumen, so soll es jedenfalls sein. Und der ist Tannengrün. Meine Güte, manchmal hat man auch wirklich, ja, das nicht so gleich parat. Aber meine Stimme hält sich noch ein bisschen. Hoppala. So. Und dann können wir uns schon die Blüten aufkleben. Ich ziehe die noch mal übers Falzbein so ein bisschen. So,
So, dann haben wir hier die eine Blüte. Ich muss einfach mal die Schleife aufkleben, weil hier ist ja ein Brummer, aber das ist okay. Das ist okay. So, und jetzt die andere Blüte. Da setze ich dann hier die kleinen noch mit rein. Na, bleibt doch hängen. Ja, ich habe wieder so viel Kleber an den Finger. So, und ich hatte mir noch die Perlen hier mit rausgelegt. Da kommen dann noch ganz süße Perlen hier mit rein. In der Mitte. Dann für einen Mann Perle kann sein, aber ich denke mal mit diesem Strass, da lieben die doch nicht so die Herren der Schöpfung. So. Genau. So, und jetzt hier noch die andere Blüte mit aufkleben. Na, wo ist denn mein Blatt geblieben? Ja, hat sich schon, ach hier ist es, hat sich schon wieder verkrümelt. So, hoppala, die Blätter auch noch mal ganz kurz übers Falzbein ziehen. Die kleinen hier, damit einfach ein bisschen mehr Volumen ist. So. Die hier auch noch ein bisschen hier mit draufsetzen. So, jetzt das letzte Blatt noch aufkleben. So, voilà. Und noch einen süßen Spruch. Ich muss mal schauen. Ich hatte mir hier so einen kleinen zurechtgelegt. Aber jetzt. Genau. Den wollte ich dann hier oben so mit draufkleben. Na, rutsch mal ein Stück. Aber mit Mini Dimensionals. Wo haben wir sie? Hier. Damit die so nicht so platt drauf liegen. So, und noch einer für die andere Seite. So, noch die Trägerfolie entfernen. Und dann setzen wir uns hier das Schildchen hier so auf der Ecke, aber bitte gerade. Ja, das war's dann auch heute schon von mir. Huch, habt ihr das gesehen? Hat sich verabschiedet. So viel Spannung drauf hier. Ja, das war's heute von mir mit dieser kleinen Geschenkbox mit dem süßen Geheimfach. Und denkt man, naja, okay, schön. Aber wenn man dann weiter aufmacht, dann kommen die süßen Sachen zum Vorschein. Hier habt ihr ja gesehen, bildet sich dann hier so diese kleine, die habe ich nicht mit Absicht nicht gefalzt, weil die bildet sich von ganz allein, wenn man die Schachtel schließt. So, aber wie gesagt, ihr könnt
die euch ja vorher hier schon mit einfalzen. Und ja. Jo, einmal groß, einmal klein. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Dann lasst mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Kerstin.